bin ich wieder alleine. Auch wenn ich das grüne Zeug habe, ist die Zeit knapp. Daher mussten wir uns aufteilen. Natürlich wussten wir nichts von der Karte, die Kirills Vater besorgen wollte, als wir herkamen. Aber hätten wir uns jemals verziehen, wenn wir uns, Annas Rettung vorausgesetzt, eine solche Gelegenheit hätten entgehen lassen, um eine Zukunft für uns alle zu finden? Natürlich nicht. Deshalb bin ich wieder ganz allein in einem Tunnel. Nicht, dass das für mich etwas Neues wäre. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Metro Exodus. Ja, wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession. Von daher lasse ich immer ganz gerne hier dieses kleine Intro laufen. Oder zumindest den Erklärbären erzählen, wenn man so will. Und damit drücken wir E und schauen. Genau, wir waren ja genau hier gestartet. Da liefen uns ja quasi die Zeit davon, wenn man so will. Und irgendwas war hier draußen. 50 Sekunden quasi haben wir noch. Wir gucken noch mal ganz kurz in unseren Rucksack rein. So, wir haben... Das ist alles voll. Wunderbar. Okay. Und ansonsten... Okay, ein bisschen schmuddelig die ganze Angelegenheit. Oh, Entschuldigung. Von daher schauen wir mal raus. Irgendwas wird hier draußen wohl sein. Oh. Da tiefer Schnee anscheinend. So. Das ist ein alter Panzer. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt schon mal vorsichtshalber den Filter. Oh. Jetzt wird's aber kritisch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja laufen eigentlich. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh. Ach du meine Güte. Hinter den Eingang zur Metro. Sprengt ihn. Benutzt einen Treibkäfig. Wir wollen hier keine Granatsplitter. Alles klar. Sehr gut. Richtschütze. Metro-Eingang, 11 Uhr. Treibkäfig. Ziel erfasst. Ach, was für eine Rückblende. Wie fett ist das denn? Verdammt. Ende der Straße, Leute. Du meine Güte. Oh, uns geht's nicht so gut und... Was sind das denn, denn Fußabdrücke? Freunde, das sieht nicht gut aus. Darunter jetzt, ja? Das sieht fast so aus. Ich glaube, wir sollten hier runter. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Was war das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kontaktiere Archer. Alle blockiert. Bin spät. Nicht verstanden, Herr Ober. Bitte wiederholen. Ende. Kontaktiere. Ich habe das nicht verstanden. Bitte wiederholen. Ende. Okay, also wir haben ja anscheinend überhaupt keine Funkverbindung, wenn man so will. Und ja, hier hat sich wohl mal jemand zumindest versucht, über Wasser zu halten, wenn ich das richtig sehe. Oh, sei ein bisschen leiser. Okay, also von da sind wir gekommen. Ist anscheinend aber auch nicht. Mal kurz gucken, ob wir noch genügend Strom haben. Nochmal auffüllen an der Stelle. Hier geht's auch nochmal rein. Mal gucken. Es können hier überall Ressourcen auf dem Boden rumliegen und in den Schränken, wie man hier, jawohl. Sehr schön. Und können wir irgendwas aktivieren? Wollen wir das doch mal probieren. Und zack. Und noch ein. Aha, und hier geht's auch noch mal unten durch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Sehr fein. Auch nochmal. Oh, das ist ja... Oh. Ja. Kumpel, du hattest die letzte Zeit dann aber auch andere Sachen vor, wa?
So, Filter 3 Minuten, perfekt. Und jetzt können wir hier den Strom anmachen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier aktiviert haben. An der Stelle mal das Licht aus. Dann haben wir hier genügend aktiviert. Oh, hier geht's wieder ins Freie. Oh. Habt ihr das gesehen? Ihr habt das auch gesehen, oder? Ich bin doch nicht der Einzige, der das gesehen hat. Da leuchtet's. Jetzt wird's gruselig, Leute. Jetzt wird's richtig gruselig. Oha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man soll ja mal dahin laufen, wo das Licht ist, oder? Filter, das ist immer gut. Ach, schade, ich konnte es aufbrechen, habe ich gedacht. Ich guck mal, was haben wir denn? Auf jeden Fall haben wir, schon mal zweimal das hierher und dann hauen wir uns ein in der Ader, würde ich sagen. Blub. Das wohl hilft. Ja, es hilft auf jeden Fall irgendwo. So, jetzt die Filter wieder, die uns hier quasi warnen. Jetzt bin ich mal... Oh! Aua, aua, aua. Das scheint eine Klinik zu sein und irgendwer hustet hier. Oh! Hey. Oh, Leute, ist das... Was muss hier abgegangen sein? Ey? Die haben bestimmt alle irgendwie Schutz gesucht hier. Und der hat mal, war völlig kopflos, der Mann hier am Schreibtisch. Ja, der hatte überhaupt keinen Plan, was hier abging. Was? Hier sind doch alles Halluzinationen. Alles Halluzinationen. Filter tauschen bitte. Man könnte theoretisch also ein bisschen putzen, ein bisschen Spinnenleben wegmachen und dann wäre das ja auch schon gemütlich, durchaus. So würde ich das mal sagen. Meine Güte. Dabei wollten wir doch nur Medikamente suchen. Okay. Natürlich. Ich befinde mich doch auf dem Weg zum Institut. Hoffe ich doch. Also das war zumindest sollte es so sein. Boah. Irgendwas passiert hier gleich. Ich spüre es förmlich. Was geht hier gleich ab? Aber sowas von. Kann ich schon mal nicht einbrechen hier. Also das View geht schon mal. Auch noch ein bisschen was im Schrank. Was zum Teufel? Thank you.
Ja, okay. Habe ich verstanden. Kann ich hier... Ah, okay. Alles klar. Da können wir hier durchkrabbeln. Oh. Wie bitte? Wer spricht da? Und was hast du mir zu sagen? Okay, da waren schon mal Filter ohne Ende. Jetzt war die Frage, wo... Ach, hier hoch, alles klar. Mal oben rauf auf den alten. Na, oh nein! Nein, nein! Böses Äffchen, böses Äffchen! Au! Oh. Was zum... Henker, nicht! Nein! Lass mich los! Au! Au! Lass mich... Oh. Nur. Hol deine Waffe und. Wow! Strom, auf jeden Fall müssen wir Strom anschalten. Oi. Oh, ich hab's geschafft. Unglaublich. Oder schläft er nur? Nein. Er hat auch, ganz ehrlich, der hat keine Augen. Der hat keine Augen, der riecht doch nur. Okay. Schauen wir nochmal. Vielleicht haben wir hier oben noch irgendwas übersehen. Ja, hier ist auf jeden Fall noch was. Und, aha. Sehr gut. Munition. Da ist auch noch was. Ja, ich weiß, Filter. Aber ganz ehrlich, wir müssen noch mal ein paar Kugeln herstellen, würde ich vor. Ich schlage mal vor, ein bisschen Kugeln herzustellen. So, dann haben wir das wenigstens aufgefüllt. Mehr ist zurzeit nicht drin. Okay, hier gibt es jetzt... wir müssen wahrscheinlich da unten durch, oder? Wir müssen da unten... Moment. Ach, okay, kein Strom. Uncool, kein Strom. Und hier. Okay, das sieht so aus, als wenn wir da runter müssen. Oh, gruselig. Wechsel mal auf die Schroti. Große Bruder, würde ich sagen. Ja. Hier ist der Strom, den wir brauchen. Puh. Freunde, nervenaufreibend. Einfach nur nervenaufreibend gerade. So, dann haben wir da schon mal Strom. Wow! Ah! Heilige.
Respekt. Und ich dachte, hey, der kommt hier nicht rein, alles gut. Heilige Scheiße. Aha, okay. Was für eine Nummer. Was? Ich wollte gerade sagen, der Filter ist doch noch nicht durch. Der ist noch längst nicht mit. Oh. Oh, ich hätte doch schon dreimal mich übergeben, jetzt ernsthaft. Hier gibt es nur Leo. Bleib da. Achso, da geht's nicht lang. Nicht noch einer. Wechseln. Ich glaube, hier kommt er nicht lang. Heilige. Ui. Okay, das waren schon mal Filter. Oh, nicht schon wieder. Komm, noch ein, gib ihm. Was? Boah. Ja, 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 diese Flashbacks sind echt heftig, oder? Krasse Nummer. Wie ist denn das jetzt hier? Oh. Anna? Ja. Okay. Keine Anna. Und auch sind es niemand, würde ich sagen. Komme ich hier durch? Jetzt. Kommst du denn jetzt lang, Kumpel? Oh. Heilige, ich habe nämlich absolut keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich glaube, da haben wir noch nicht mal. Oha. Da haben wir noch nicht mal mehr Chance gegen, würde ich sagen. Gegen die Nummer. Ja, und er bricht jetzt ab der Arm. Oha. Ey, müsstest mal zum Zahnarzt, Kumpel. Schon wieder Anna. Ich hab hier den völlig am Halluzinieren hier. Du.
Ich hoffe, die catchen mich jetzt nicht von hinten. Und er hat mich schon, er hat mich doch. Au. Wo muss ich jetzt lang? Ich vermute mal hier durch die Seite und dann hier hoch und ei. Und hier oben hoch. Und hier geht's nicht lang. Na toll. Da geht's auch nicht lang. Zum Henker muss ich denn hin? Muss irgendwas aktivieren. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß gerade überhaupt nicht wo. Sitzen hier im Nacken. Die Burschen. Okay, lass mal überlegen. Mir da oben lang vielleicht. Komm hier jetzt nicht weg, okay. Oh mein Gott, nein, das war's. Ich wusste ja nicht, dass die laufen. Die können ja klettern, verdammte Scheiße. Nein. Da. Und ich wollte einfach nur vorbeispringen. Ich will doch nur hier vorbei. Ja. Um Gottes Willen. Halt. Oh, Freunde, ist das. Ich drehe hier gleich durch, echt. Ist das krass. Ja, und jetzt machen wir den Filter. Alles gut. Kommst du in den Filter? Und. Kriege ich immer richtig einen auf den Sack gekriegt, oder? Krasse Nummer. Oh. Hast du es nicht gefunden, Liebling? Bist du schon in Ordnung? Ich weiß, du hast es versucht. Ich warte auf dich. Ich finde es noch. Babe, ich finde es noch. Du bist hier. Oh ja. Ich will doch nur. Oh Mann. Okay. Ich verstehe dich. Aber. Wir werden noch ein bisschen Kugeln herstellen, Freunde. Mir geht's persönlich ganz gut, aber ihm hier nicht. So. Was haben wir denn an Strom noch? Ist auch schon fast leer. Mal ein bisschen aufpumpen hier. So, was gibt's hier zu gucken? Da kann ich nichts aufmachen. Okay. Der hat nichts. Ist auch nichts zu finden. Mensch, ist alles leer gegrast, ja. Okay, da liegt ein bisschen Gerippe rum. Können wir uns noch durchquetschen. Und werden wir hier was finden? Da sind noch Koffer. Ist da wirklich noch Medizin drin? Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott. Nimm den ganzen Koffer mit. Oh nein. Und ja, es bleibt nichts übrig. Oh. Ganz schnell wegkrabbeln und hier raus am besten. Oh mein Gott. Nicht doch. Hilfe. Ich auch. Oh. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh. Ah.
Oha. Oh mein Gott. Was Eis so alles anrichten kann. Freunde. Das hat mal richtig wehgetan. Oi. Oh. Auf jeden Fall ist es hell geworden anscheinend. Was ist das denn? Colonel? Major? Mir geht's auch nicht mehr so gut, glaube ich. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Ja, dir geht's auch nicht besonders gut. Was soll ich dir denn dann sagen? Boah, ich glaube, wir haben es geschafft, Freunde. Nicht schlafen, Soldat. Jetzt jawohl, nicht schlafen, nein. Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom! Na, bleib du mal bei mir. Wusstest dir auch die Seele aus dem Leib, Kumpel. Junge, Junge. Freunde, was ist das für eine Show gewesen? Oh nein, der Junge weiß doch gar nicht. Du lebst! Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Wenn sie wie werden? Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... da wurde nichts draus. Okay, schlaf du mal weiter. Ich werde das schon machen. Irgendwie kriege ich das hin. Du kannst fahren? Hurra! Wir fahren wieder! Na sicher, Diggi. Komm, hier setz dich da hin und los geht's. Irgendwie schaffen wir es schon nach Hause. Er hat die Karte gebunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Boah. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen. Aber er hat sie alle erschossen. Hey, genau zwischen die Augen. Das ist gut. Dann kamen wir zum Fluss. Und da waren diese Würmer und tiefes Wasser. Also trug er mich auf den Schultern. Ja. Die Würmer kennen wir. Wummigen Würmchen. Wow, so viele Autos. Krass. Ja. Schön. Gott sei Dank ist das so nur der Mond. Viele neue Sachen. Oh, hoffentlich erreichen wir den Zug. Da ist noch so ein alter Panzer. Ganz schön trist die Nummer hier. Boah. Und Waggons, alles zugestellt. Komm,
Mach jetzt nicht schlapp. Mach jetzt nicht schlapp. Kleiner, guter, tapferer Bulli. Nur nicht schlapp machen. Immer weiter. Oh. Mir fallen auch schon die Augen zu. Aber wir müssen weiter. Hey, wach auf! Immer weiter, immer weiter. Boah, Leute, ist Dramatik pur. Ich drehe hier echt gleich durch. Oh. Oh. Das sieht so aus, als hätten wir es doch irgendwie geschafft. Ah. Oh, da liegt der Helm. Und wo ist der Junge? Und wie geht's dem Oberst? Oh, der ist aber grau geworden. Oh nein. Oh Leute, ist er gestorben? Oh fuck, nach all der Zeit. Und alles, was wir durchgemacht haben. Dieses Geräusch? Steh auf, es ist jetzt ganz nah. Oh, hörst du das? Soll der Zug sein, kann das sein? Oh Mann. Mach jetzt nicht schlapp. Oha. Das ist ja mal ein geiler Vorbau. Du kommst natürlich mit, kleiner Mann. Wow. Super Slow-Mo. Hörst du mich? Vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Das hat nicht gereicht. Bitte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Artyom. Was machen wir jetzt? Sag schon. Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom. Du darfst jetzt nicht schlafen! Oh, ui, ui, was? Das ist nicht dein Ziel, Artyom. Du bist noch nicht da.
Nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige. Wow. Oh mein Gott. Hakyom, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf! Sag so etwas nicht, Anna. Das wird schon, das wird schon. Ich halte durch. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Es war nicht umsonst, verstehst du? Sie wird leben. Es ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Oh, Freunde. Anna, du solltest dich wirklich ausruhen. Mein Vater ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom? Oh, Freunde. So ganz gut geht's uns noch nicht, glaube ich. Erkennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Und ich warte hier die ganze Zeit. Eugene, Ausstellung? Genug, um über alles zu reden. Uha. Hallo, Artyom. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dich hier zu sehen. Ich dachte, dein Schicksal sei ein anderes, ein größer. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumte, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Oha. Sieh dich jetzt an. Wer ist denn das? Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du? Hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Station. Moment, sind wir gerade gestorben? Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchtet. Erinnerst du dich daran? Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, mach schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauen. Oha. Ja, ich muss jetzt gehen. Nice. Und du, bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon. Ich mach dich zum Obermarkt. Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Artyom. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Oha. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht.
Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey, was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hä? Hilf mir mal! Klar! Und drücken! Was sieht ihr denn da? John, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen. Okay, das konnte ich überhaupt nicht lesen. Was war denn das, Freunde? Oh, das sieht aber schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Da ist das Mützchen vom Oberst. Das ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du. Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Oh nein. Auf Wiedersehen, Artyom. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war Metro Exodus. Und mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Krass. Ich habe wirklich gedacht, das gibt ein Happy End. Ich habe wirklich gedacht, das gibt ein Happy End. Aber wir mussten als Held sterben. Ich bin sprachlos. Ich bin gerade richtig sprachlos. Ja, trotz allem. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, dieses Spiel von vorne bis hinten durchzuspielen. Und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Gerne auch ein Abo. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und damit war's das von Metro Exodus. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.